Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der heutigen Sitzung des Bayerischen Kabinetts. Es informieren Sie Staatskanzleiminister Dr. Florian Herrmann, Bauminister Christian Bernreiter und Wissenschaftsminister Markus Blume. Herr Dr. Herrmann, bitte schön. Vielen Dank und von meiner Seite auch ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz nach der Sitzung des Bayerischen Kabinetts, wie immer unter der Leitung vom Ministerpräsident Dr. Markus Söder stattgefunden hat, in Präsenz im Ministerratssaal der Bayerischen Staatskanzlei. Ganz zentral war heute das Thema Wohnen in Bayern, weshalb die beiden Kollegen, die dafür zuständig sind, in ihren jeweiligen Bereichen heute anwesend sind. Die klare Botschaft lautet, es geht voran. Während die aber selber alles ausführen, muss ich mich nicht einmischen. Ich möchte nur was zum Thema Corona kurz berichten. Wir haben nämlich beschlossen, dass ab dem 1.10. die 17. Bayerische Infektionsmaßnahmenschutzverordnung in Kraft treten soll, der 16. folgt. Also die 16. Verordnung ist ja schon seit vielen Monaten mit zahlreichen Änderungen in Kraft. Die läuft aber zum 30.09. endgültig aus, weil auf der Bundesebene ja auch eine neue Rechtslage geschaffen wurde durch die verschiedenen Änderungen im Bundesinfektionsschutzgesetz. All das gilt ab dem 1.10. Das ist also die neue Rechtsgrundlage und deshalb stellen wir das auch in Bayern rechtlich betrachtet auf neue Füße, ist gleich die 17. Verordnung. Aber für uns war heute wichtig, dass inhaltlich die bisherigen Regelungen fortgeführt werden, also die Verhaltensempfehlungen, die im ersten Paragraphen der Verordnung stehen und dann die Maßnahmen, die in den 2, 3 weiteren Paragraphen der Verordnung stehen, bleiben inhaltlich unverändert. Das heißt, wir machen heute weder Verschärfungen noch machen wir Lockerungen. Im Wesentlichen heißt es, es wird im ÖPNV, im öffentlichen Personennahverkehr, weiterhin die Maskenpflicht bestehen. Nicht FFP2, sondern die normale medizinische Maske, so wie es bisher ist, keine Änderung. Und es wird bei der Maskenpflicht in bestimmten vulnerablen Einrichtungen bleiben, das heißt weiterhin die Maskenpflicht für Beschäftigte von Arztpraxen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Vorsorgeeinrichtungen, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken und Rettungsdienst, so wie bisher auch. Und der Bund hatte unabhängig davon ja geregelt die Maskenpflicht für Patienten und Besucher. Das haben wir sozusagen übereinander gelegt, ist rechtlich alles ein bisschen kompliziert, aber vom Inhalt und vom Ergebnis her, es bleibt schlichtweg so, wie es vorher war. Genauso wie die Regelung zum Testnachweis in bestimmten vulnerablen Einrichtungen, auch das wie bisher. Verordnung wird jetzt ausgearbeitet und wird dann in Kraft gesetzt zum 1. Oktober. Darüber hinaus haben wir beschlossen, vom Gesundheitsminister vorgeschlagene Monitoring-Maßnahmen, weil es ja ganz entscheidend ist, dass man jetzt auch in der aktuellen Lage die Weiterentwicklung der Inzidenzen im Blick hat. Und dazu wird das LGL, also das Landesamt, entsprechend ein Abwassermonitoring durchführen, sowie weiterhin die 7-Tages-Inzidenz und die 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz in den Blick nehmen. Denn natürlich müssen wir immer wissen, wie entwickelt sich die Lage. Die jetzt neue Regelung mit unserer neuen Verordnung ab dem 1.10. ohne inhaltliche Veränderung ist eine sozusagen lageangepasste Maßnahme. Wir kennen die aktuellen Infektionszahlen und auch die aktuellen Hospitalisierungszahlen, die im Vergleich zur Vorwoche, wie Sie wissen, auf moderatem Niveau angestiegen sind. Es ist jetzt aktuell noch keine Wiesenwelle in dem Sinn erkennbar, aber die Wiesen ist ja auch erst ungefähr in der Halbzeit. Und der Nachlauf der Zahlen ist dann ja auch immer erst nach einer gewissen Zeit. Trotzdem sehen wir aktuell einen Anstieg, wenn Sie mal vergleichen, 27.09., also heute 20.800 Neuinfektionen in Bayern. In der Vorwoche waren es 11.535, also ist ein Anstieg. Auch die Inzidenz ist von 351,9 auf 427,5 gestiegen. Das zeichnet sich leicht auch ab, drum moderater Anstieg bei den Hospitalisierungszahlen, also dort die 7-Tages-Hospitalisierung stand heute bei 869, das war vor einer Woche bei 664 und bei den Intensivstationen ist es angestiegen von 104 letzte Woche auf die 151 von heute, ist also
insgesamt alles sehr weit weg von irgendwelchen Schwellenwerten, die wir früher mal definiert hatten, oder von Höchstständen, die wir auch schon erlebt haben. Aber natürlich ist es eine Entwicklung, die jetzt auch nicht völlig überraschend ist, gerade auch durch diese Großereignisse, da hat man es immer wieder gesehen, ob das in Straubing war oder in anderen Orten, so wird es vermutlich auch in München sein. Das heißt, nach wie vor, es wird deutlich, die Pandemie ist jetzt noch nicht zu Ende, die Gefahren des Virus sind auch noch nicht zu Ende. Drum lageangepasste Maßnahmen und gleichzeitig der dringende Appell nach wie vor, sich einfach impfen zu lassen bzw. auffrischen zu lassen. Boosterimpfungen sind ja jetzt auch mit den variantenspezifisch angepassten Impfstoffen, also auch Omikron-Untervarianten BA1 und BA4.5, vorhanden und sind auch bereits ausgelaufen. Das heißt, das Impfen oder Auffrischen mit diesen exzellenten Impfstoffen auf mRNA-Basis kann ab sofort gemacht werden. Und es wird natürlich auch empfohlen, weil das Wichtigste eigentlich ist, die Immunität selber so hoch wie möglich zu halten. Das nützt einem selber und nützt uns allen und der gesamten Entwicklung, sodass wir dann wirklich allmählich diesen Übergang in Richtung endemischer Phase erleben können. Soweit zu Corona. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Herr Bauminister Bernreiter, bitteschön. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben uns heute, Sie haben es gehört, mit einem großen Themenblock Bauen beschäftigt. Ich kann feststellen, Bayern baut. Wir haben als Eingangsstatement vielleicht auch zu unserer Wohnraumförderung. Wir haben heuer eine Rekordsumme zur Verfügung, 864 Millionen Euro, um die einkommensorientierte Förderung mit allen Untersparten entsprechend zu unterstützen. Und heute haben wir einen weiteren großen Aufschlag für zeitgemäßes und bezahlbares Wohnen beschlossen. Ich komme gleich noch drauf. Die Privatwirtschaft, die stellt momentan Projekte auf den Prüfstand. Der staatliche Wohnungsbau bleibt eine verlässliche Säule. Ich brauche Ihnen jetzt nicht die äußeren Rahmenbedingungen beschreiben, Lieferkettenschwierigkeiten, Fachkräftemangel, die Energiepreisverteuerung, was insgesamt zu einer großen Verteuerung auch der Baukosten führt. Gestern hat das Statistische Landesamt ausgeführt, innerhalb eines Jahres sind die Baukosten um 16% entsprechend gestiegen. Also es sind alles keine guten Nachrichten. Freistaat Bayern handelt hier aber jetzt auf alle Fälle antizyklisch und schiebt weiter an. Die Bayernheim hat insgesamt 41 Projekte auf den Weg gebracht mit über 3.700 Wohnungen. Wir setzen bei Bayernheim dabei auf Systembauweise und auch auf Generalunternehmer. Und was Neues, ich habe das ja immer in den Diskussionen schon angeführt, wir werden uns künftig auch an Projektgesellschaften beteiligen. Und ich möchte da schon einmal das klar zum Ausdruck bringen, wir haben gestern ein großes Netzwerktreffen gehabt. Die großen Player sagen hier, wir haben ein Bauvorhaben mit 500 Wohnungen, um ein Beispiel zu nennen. Und durch die SoBahn oder durch andere Einflüsse sind davon 40% müssen als geförderter Wohnraum entsprechend errichtet werden. Also sind 200 Wohnungen. Wenn ich jemanden finde, ob städtische Baugesellschaften oder auch der Staat, dann fliegt das Projekt oder wenn nicht, dann wird überhaupt nichts gemacht. Und das ist jetzt unsere, vor allem als Bayernheim, unsere große Aufgabe, hier einzusteigen. Und da sind wir wirklich auf dem Weg. Ich möchte aber auch, weil es wird immer unter den Tisch gekehrt, die anderen staatlichen Baugesellschaften und Stadtbau und das Siedlungswerk Nürnberg ansprechen. Und das sind jetzt nicht irgendwelche Fantasiezahlen, sondern ganz realistisch, bis Ende 2023 werden rund 8.000 Wohnungen im Bestand, Bau oder Planung sein. Und zwar werden nächstes Jahr circa rund 900 Wohnungen fertiggestellt, die dann bezugsfertig sind. Wir haben konkret 3.000 Wohnungen im Bau, davon 1.800 bei der Bayernheim. Und wir haben insgesamt 4.000 Wohnungen in Planung. Also das ist jetzt nicht auch, man sagt, da könnte mal sein, sondern wo wir wirklich effektiv auch dran sind. Also ich glaube, dass die schon unter den Umständen, die Rahmenbedingungen, die ich gerade skizziert habe, ist die schon ein deutlicher Schub nach vorne. Und wir bleiben da auch weiterhin dran. Wir haben heute auch beschlossen, dass wir keine Mieterhöhungen in unseren Wohnungen durchführen. Der Mieterhöhungsstopp für staatliche Wohnungen, der wurde bis zu April 2025 verlängert. Es wäre nächstes Jahr im April 2023 ausgelaufen. Wir haben jetzt 5 Jahre einen Mietendeckel hier in dem Bereich gehabt. Und Bayern ist hier bundesweites Vorbild. Wir haben heute beschlossen, weil es geht natürlich dann schon, man entzieht natürlich auch Geld für Modernisierungen oder für neue Wohnungen. Darum haben wir heute 2 Ausnahmen, das möchte ich ganz klar ansprechen, mit beschlossen. Bei einem Mieterwechsel
bleibt natürlich nicht die bestehende Miete dann auch für den Nachmieter bestehen. Und auch bei energetischen Modernisierungen werden wir das entsprechend anpassen. Das sind die zwei Ausnahmen. Alle anderen, wir haben insgesamt zurzeit 16.770 Wohnungen im Bestand, gilt dieser Mietendeckel. Wir haben dann auch noch das Thema Baulandmobilisierung, das Bundesbaulandmobilisierungsgesetz eröffnet uns ja Möglichkeiten. Wir haben das ja entsprechend auch mitgeteilt. Umgesetzt ist bereits die Verordnung zum angespannten Wohnungsmarkt, der sogenannte Paragraph 201a Baugesetzbuch. Und wir sind auch auf dem Weg, ein Umwandlungsverbot einzuführen, der Paragraph 250 Baugesetzbuch. Ja, ich kann aber nicht die gleiche Kulisse hernehmen wie bei 201a. Wir haben das auch im Sommer schon entsprechend beauftragt. Derzeit läuft hier die Untersuchung eines externen Gutachters zur Gebietskulisse. Und danach gehen wir mit der Verordnung in die Anhörung der Kommunen und der ganzen Verbände. Und dann werden wir auch ein Umwandlungsverbot in Kraft setzen. Wichtig ist, und glaube ich, auf das warten Sie auch alle, weil wir schon so oft gefragt wurden dazu, wie schaut es mit dem Wohnraum für Studierende aus? Insgesamt möchte ich feststellen, dass der Freistaat Bayern Wohnraum für Studierende im Jahr 2022 mit 38 Millionen Euro unterstützt. Und wir haben auch die Fördersumme für einen Wohnplatz angehoben von 32.000 Euro im Jahr 2021 auf 40.000 Euro im Jahr 2022. Und wir haben heute beschlossen, dass wir einsteigen in die Sanierung der Studentenstadt im Freien Mann. Wir prüfen, ob Bayernheim die Häuser 9 und 12 mit insgesamt 1056 Studentenapartments übernehmen kann. Das Bauministerium wird die Sanierung hier mit 40 Millionen Euro, also aus unserem Fördertopf, dann unterstützen. Und zu den weiteren Mitteln möchte ich überleiten zum Kollegen Blume, weil uns das beiden Herzensanliegen war, die Themen voranzuschieben. Also eigentlich ist das Studentenwerk für diese Aufgabe zuständig. Dort sind auch die Wohnungen im Besitz. Und aus verschiedenen Gründen kann man das jetzt nicht anpacken. Darum heißt es mir, ja, warum macht der Staat nichts? Also wir haben unsere Fördermittel bereit gehabt, die sind weder beantragt noch abgerufen worden. Und zu weiteren Ausführungen bitte den Kollegen Blume, dass er das Thema aufgreift. Herzlichen Dank. Dann Wissenschaftsminister Blume, bitte sehr. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben es schon gehört, das Thema studentisches Wohnen in Bayern war heute ein Thema. Der Zeitpunkt ist auch gut gewählt, denn wir sind ungefähr zwei Wochen vor Semesterbeginn und das ist jetzt genau die Phase, in der sich die Studierenden, gerade die Erstsemester, natürlich dann auch mit diesen Fragen in besonderer Weise auseinandersetzen. Das studentische Wohnen in Bayern kommt gut voran. Wir konnten die Zahl der geförderten Wohnheimplätze deutlich steigern in den letzten Jahren, von 34.000 vor 10 Jahren auf jetzt ungefähr 37.000. Und das ist sozusagen die korrespondierende Zahl zu den wirklich beträchtlichen Mitteln, die der Freistaat Bayern hier jedes Jahr in die Hand nimmt. Sie haben es gerade gehört vom Kollegen Bernreiter, 38 Millionen Euro gerade aktuell. Herausforderung ist, dass noch schneller als die Wohnheimplätze gewachsen ist die Studierendenzahl in Bayern. Das heißt, wir sind von vor 10 Jahren von 280.000 Studierenden auf heute ja fast 400.000 gekommen. Ein beträchtlicher Zuwachs und insofern merken wir, dass wir hier natürlich eine große Aufgabe haben, wo wir nachziehen müssen. Diese Aufgabe des studentischen Wohnens ist in der Vergangenheit vor allem und fast ausschließlich von den Studentenwerken als Aufgabe betrachtet worden. In geringerem Umfang haben sich auch andere private und Kommunen und auch der Staat engagiert. Ich möchte mal festhalten, weil in den Debatten der letzten Wochen und Monate da manchmal ein anderer Eindruck entstand. Und ich zitiere Studentenwerke aus Bayern, die sagen, kein Land in Deutschland tut so viel für seine Studentenwerke wie der Freistaat Bayern. Vor einigen Jahren war es so, dass das Deutsche Studentenwerk andere Länder aufgefordert hat, dem Beispiel Bayerns zu folgen, hat an andere Länder appelliert, sich bei den Förderbedingungen und auch dem Fördervolumen an Bayern zu orientieren. Trotzdem, wir merken es, es ist eine Daueraufgabe und gerade mit dem Zuwachs an Studierenden wachsen da auch entsprechend die Aufgaben und Herausforderungen. Wir sind deswegen dabei, neue Wege zu gehen. Wir hatten noch vor der Sommerpause einen runden Tisch in Bayern eingeladen mit den Studentenwerken in Bayern, mit den Studierendenvertretern, mit Kommunen, mit Privaten, mit Hochschulen, um wirklich deutlich zu machen, das ist eine Gesamtaufgabe und wir sind auch gewillt, hier neue Wege zu gehen. Und das sind Wege, wo dann auch keiner sagen kann, da bin ich nicht dabei, das ist nicht meine Aufgabe.
Nein, es ist eine Aufgabe von allen, gerade auch von den Studentenwerken, aber eben auch von den Kommunen. Insbesondere war heute aber, und Christian Bernreiter hat es gerade schon angedeutet, ein guter Tag für die Studierenden in München. Denn wir haben hier seit vielen Jahren ein Thema, was uns alle sehr beschäftigt, nämlich die Situation in der Studentenstadt Freimann. Die größte Wohnanlage Deutschlands für Studierende. Leider liegt seit einigen Jahren ein Schatten über dieser Wohnanlage, wenn ich das so sagen darf. Es gab ein schreckliches Brandereignis. In der Folge gab es Leerstand und dieser Leerstand hat sich kombiniert mit einem Sanierungsstau, der dort seit vielen Jahren besteht. Ich will noch mal ganz deutlich sagen, der Sanierungsstau in der Studentenstadt Freimann ist nicht aus einem Mangel an staatlicher Unterstützung entstanden. Die Mittel standen und stehen immer bereit. Es lag und liegt an einem Mangel an Rücklagen beim Studentenwerk München, sodass das Studentenwerk jetzt am Ende dem Freistaat gegenüber signalisiert hat, dass sie sich nicht in der Lage sehen, wenn es nicht eine Sonderfinanzierung gäbe, die Sanierung, die notwendige, dort zu stemmen. Uns war wichtig, dass wir hier rasch eine Lösung finden und deswegen bin ich dem Kollegen Bernreiter und dem Bayerischen Kabinett sehr dankbar, dass es möglich war, diese Lösung zu finden, die so ausschaut, dass der Freistaat sich mit über 70 Millionen Euro bei der Sanierung der Studentenstadt Freimann engagiert, dort quasi selbst einsteigt und das ist der Weg, den wir gehen wollen, zu prüfen, ob die Bayernheim eben hier einsteigen kann. Die Gespräche, glaube ich, das kann man sagen, lieber Christian Bernreiter, sind schon gut gediehen. Und am Ende geht es dann um zwei Häuser, das Haus 9 und 12 mit insgesamt über 1000 Wohnheimplätzen, die wir jetzt hier beschleunigt in die Sanierung bringen. 32,4 Millionen Euro kommen aus Haushaltsmitteln des Wissenschaftsministeriums und daneben die 40 Millionen, von denen Christian Bernreiter schon gesprochen hat. Also in Summe ein wirklich signifikantes Engagement des Freistaats Bayern bei einer Aufgabe, wie gesagt, die eigentlich von den rechtlich selbstständigen Studentenwerken sonst wahrgenommen wird. Ich bin sehr froh, dass wir damit gerade jetzt auch zu Beginn des kommenden Semesters ein deutliches Signal senden können an die Studierenden, dass wir hier die Studierenden nicht im Regen stehen lassen und gerade auch diese Wohnungen nun einer raschen Sanierung zuführen. Ich will das an dieser Stelle noch zum Anlass nehmen, aber schon auch nochmal darauf hinzuweisen, dass die Lage insgesamt natürlich für die Studierenden wie auch für die Studentenwerke herausfordernd ist. Deswegen ist meine persönliche Erwartung auch an die Bundesregierung, dass auch die Situation der Studentenwerke hier gesehen wird und man den Hilferuf der Studentenwerke hört, die schon von Corona gebeutelt waren, mit zurückgehenden Einnahmen aus Mensen und anderen Betrieben zu kämpfen hatten und jetzt erneut vor großen Herausforderungen stehen, Stichwort Energiekrise. Insofern ist hier auch in diesem Feld ein kraftvolles Handeln des Bundes notwendig. Und dann idealerweise schnell und nicht so wie jetzt bei der Entlastung der Studierenden. Auch das will ich nochmal deutlich machen. Die 200 Euro Energiepreispauschale, es ist ehrlich gesagt zu wenig und vor allem es kommt zu spät. Aufgrund bürokratischer Überlegungen offensichtlich, die im Bund bestehen, wird es nicht direkt und rasch ausgezahlt, sondern wird dann, so wie es sich im Moment andeutet, erst im kommenden Jahr zur Auszahlung gelangen. Ich finde, dass hier das Krisenmanagement gerade bei der Gruppe der Studierenden tatsächlich suboptimal ist. Ich will ein zweites Thema noch aufrufen, jenseits des studentischen Wohnens, was wir heute auch behandelt hatten im Ministerrat. Wir haben das Uniklinika-Gesetz verabschiedet und werden es jetzt in den Bayerischen Landtag einbringen, der sogenannte zweite Durchgang. Es steht im Nachlauf oder im Gleichklang mit dem Bayerischen Hochschulinnovationsgesetz. Das heißt, das zweite große Innovationsvorhaben gesetzgeberisch im Bereich des Wissenschaftsministeriums. Zuerst die Hochschulen insgesamt und jetzt die Bayerischen Universitätskliniken. Sie wissen, diese Universitätskliniken, sie stehen für Spitzenmedizin in Bayern seit ganz vielen Jahren an insgesamt 6 Standorten plus 2 weitere, nämlich der Medizincampus Oberfranken und der Medizincampus Niederbayern. Uns war wichtig, dass diese Spitzenmedizin auch den besten gesetzgeberischen Boden sozusagen hat, dass wir Innovation stärker in den Vordergrund rücken, dass wir möglich machen, dass die Gesundheitsversorgung noch weiter verbessert werden kann, dass es eben auch in Zukunft Spitzenversorgung gibt und dass auch die Ausbildung auf Spitzenniveau an unseren Universitätskliniken stattfindet. Deswegen eine ganze Reihe von Neuerungen, die auch von der Hochschulmedizin sehr begrüßt wurden im Rahmen der Anhörung. Und einige Dinge, die uns auch politisch besonders wichtig sind. Zwei Dinge möchte ich herausgreifen. Das eine ist das Thema Gesundheitsdaten. Wir haben in der
Corona-Krise gesehen, wie wichtig es ist, mit einer guten Datenlage arbeiten zu können. Wir wollen Gesundheitsdaten in Zukunft noch besser nutzen, denn wer Gesundheitsdaten nutzt, wer mit Gesundheitsdaten forscht, der kann am Ende des Tages Menschenleben retten. Das ist die Aufgabe einer guten Gesundheitsversorgung und gerade auch unserer Spitzenmedizin in Bayern. Das zweite große Thema, auch hier wiederum das Thema Bauen. Auch da wollen und werden wir neue Wege gehen im Bereich der Universitätskliniken. Sie können schon bisher in gewissem Umfang selbst bauen. Das wollen wir noch deutlich verstärken. Und sie sollen es künftig auch quasi als private Bauherren tun können, damit deutlich schneller werden können und auch bei der Frage, wie sie sich aufstellen, deutlich breiter in der Finanzierung, als es bisher der Fall ist. Also unterm Strich viele große neue Möglichkeiten für die Universitätskliniken in Bayern, weil wir auf der anderen Seite wissen, dass wir auch da große Aufgaben haben, große Bauprojekte in fast allen Landesteilen und gleichzeitig den Aufbau der Medizinausbildung neu in Oberfranken, in Augsburg und in Niederbayern. Zu Niederbayern kann ich vielleicht, gerade weil ich auch die Vertreter der niederbayerischen Presse hier noch sitzen sehe, sagen, wir hatten kürzlich ein Gespräch mit den Vertretern der Region, mit den niederbayerischen Landräten und haben uns sehr gefreut, dass nun von der Universität Regensburg die konzeptionellen Dinge so weit entwickelt sind, dass auch der Fahrplan inzwischen sich klar abzeichnet und ich heute sagen kann, dass die Aufnahme des Studienbetriebs am Medizincampus Niederbayern zum Wintersemester 24/25 dann auch tatsächlich erfolgen soll. Sie sehen, auch im Bereich der Medizinausbildung geht es voran. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Kommen wir zu Ihren Fragen. Bitte Henrich Stern von der Mainpost. Ich hätte noch mal eine Frage zu den Corona-Regeln. Die Bundesvorgabe sieht ja auch die Möglichkeit vor, in öffentlichen Innenräumen eine Maskenpflicht anzuordnen. Will der Freistaat Bayern da grundsätzlich drauf verzichten oder gibt es da irgendwelche Grenzwerte, bei denen sowas dann in Frage kommen könnte oder macht man das der Situation angepasst? Also generell lageangepasstes Vorgehen ist sinnvoll. Aktuell erfordert die Lage die Maßnahmen, die wir vornehmen, die wir fortschreiben. Es handelt sich um das, was, glaube ich, auch ganz gut eingeübt ist, was auch auf den ersten Blick einleuchtet als sinnvoll, nämlich generell die Verhaltensregeln, aber insbesondere die Maskenpflicht im ÖPNV, in den vulnerablen Einrichtungen und die Testerfordernisse in bestimmten vulnerablen Einrichtungen. Alles andere müsste man anschauen, wenn sich die Lage dramatisch verändern würde, wobei unser Grundproblem ja mit der Bundesregelung ist, dass es halt extrem schwierig administrierbar ist. Das ist ja unser Grundvorwurf die ganze Zeit schon, ob es jetzt um die Hotspot-Regelung geht, die ja da theoretisch auch vorhanden ist oder andere. Der Bund gibt eben keine Handreichung dafür, ab wann was passieren sollte. Und deshalb sind diese Regelungen, die theoretisch da im Bundesgesetz stehen, für die Praxis eigentlich untauglich, eher so Feigenblattcharakter. Deshalb ist ja auch die Initiative von unserem Gesundheitsminister, dieses Monitoring stärker in den Blick zu nehmen, so wie er es ja über die letzten Monate auch schon gemacht hat, also ein möglichst genaues Betrachten der tatsächlichen Zahlen der Hospitalisierung. Und die ist eben momentan in einem ganz stabilen Bereich. Drum keine weitergehenden Planungen, sondern so ist die Situation jetzt und dann gilt es wieder 4 Wochen und dann schauen wir weiter. Als nächster Eva Eichmann vom Bayerischen Rundfunk. Herr Blume, 2 Fragen an Sie. Können Sie absehen, bis wann diese Sanierung dann ganz ungefähr abgeschlossen sein könnte? Weil es sind ja irgendwie 1200 oder 1000 Plätze, die da brach liegen. Die zweite Frage, das Studentenwerk hat ja bisher gut 24 Millionen gefordert. Jetzt reden Sie von 70 Millionen. Warum gibt es da jetzt so viel mehr Geld? Können Sie dazu noch was sagen? Also zum Zeitplan oder zur Zeitachse wird vielleicht der Christian Bernreiter besser sprechen. Nicht, dass meine Erwartungen hier maßgeblich sind, sondern wir müssen auch die Möglichkeiten im Auge behalten. Es ist ein sehr komplexes Bauunterfangen. Wir reden über insgesamt genau 1056 Wohnplätze, die zum Teil sehr aufwendig grundsaniert werden müssen, weil eben, und das ist bedauerlich, über ganz viele Jahre eben auch gar nichts saniert wurde und sich die Dinge jetzt entsprechend dann auch aufsummieren.
Die unterschiedlichen Summen, die im Raum stehen, kommen daher, dass das Studentenwerk München von uns eine Stärkung seiner eigenen Eigenkapitalbasis gefordert hatte, um dann selbst die Sanierung durchzuführen. Wir gehen jetzt einen anderen Weg und der Weg heißt eben, dass wir anstreben, dass der Freistaat Bayern dort selbst einsteigt mit der Bayernheim. Wir leisten einen Beitrag dazu, die Bayernheim für die notwendigen Dinge dann entsprechend zusätzlich zu kapitalisieren. Und daneben besteht die ohnehin immer bestehende Wohnraumförderung im studentischen Bereich im Umfang von 40.000 Euro pro Wohneinheit, wie Christian Bernreiter vorhin ausgeführt hat. Die hätte es auch in dem anderen Fall gegeben. Aber wie gesagt, da hat dem Studentenwerk München auch aufgrund der finanziellen Belastungen aus der Vergangenheit die Kraft gefehlt, das selbst zu machen. Genau, also das war praktisch war das fehlende Eigenkapital, was Sie angesprochen haben. Man darf das nicht verwechseln. Darum insgesamt aus dem Etat des Wissenschaftsministeriums der genannte Betrag und die 40 Millionen von unserem Haus, die wären ohnehin zur Verfügung gestanden. Das haben wir ja immer auch kommuniziert. Und zum Zeitablauf kann ich mich nicht festlegen. Ist jetzt so, dass wir das jetzt alles prüfen, ob das von der Bayernheim übernommen werden kann. Also nicht im Schneckentempo, sondern wir gehen das sehr forsch jetzt an. Da muss es geplant werden. Und ich muss schon sagen, Sie müssen 1056 Wohnungen rückbauen, komplett bis auf den Rohbau und dann wieder aufbauen. Und Sie können dieses alte Rezept, also Sie können vielleicht in China ein Krankenhaus auf 4 Wochen bauen, wenn Sie Container an Container hinstehen. Da können Sie aber so viele Leute nicht reinstecken. Da hängt alles miteinander zusammen und darum wird das auch dauern. Mit noch 70 Millionen oder über 70 Millionen Baukosten. Das will verbaut sein. Also das wird nicht nächstes Jahr zum Beziehen sein. Das muss ich ganz klar sagen. Aber das Nähere wird jetzt die Detailuntersuchung auch bieten. Wenn ich vielleicht noch das Wort gerade habe, wollte ich auch noch ein Thema sagen, insgesamt zum Bauen. Mein Appell geht natürlich dann an alle Beteiligten, an die Bevölkerung, aber auch an die Kommunen. Wir können nur bauen insgesamt Wohnraum, wenn wir Fläche zur Verfügung haben. Und das ist momentan das große Problem, weil überall, wo nachverdichtet wird, sagt man grundsätzlich okay, aber nicht bei mir. Es war jetzt erst in den letzten Wochen ein Bürgerentscheid in Lindau gegeben, auf einem freien Parkplatz. Die Bevölkerung hat sich gegen Wohnbau entschieden und das stellen wir heute halt überall fest. Ob das in München ist, da stören 5 Bäume und da geht es da nicht und das ist die Hundegassewiese und das ist mein Alltagsproblem. Wir haben Gott sei Dank über ganz Bayern verteilt einige Projekte, mit denen die Kommunen eng zusammenarbeiten, indem wir auch Innenbereich brauchen und so weiter angehen. Und da kommen wir voran. Aber insgesamt, wenn wir noch mehr Wohnungen brauchen, brauche ich eine Fläche dazu. Das wollte ich auch nochmal an alle appellieren, dass man auch gesellschaftlich das so sieht. Nicht, ich habe jetzt meine Wohnung und ich will meine Aussicht nicht verstellt haben. Wir müssen da schon wieder das Wir insgesamt in den Vordergrund stellen. Nächster Wolfgang Ranft von der Bild-Zeitung. Herr Herrmann, könnten Sie vielleicht noch was zum Abwassermonitoring sagen? Wer macht das? Wo soll das überall stattfinden? In den Großstädten oder soll das bis zur kleinsten Gemeinde in Bayern gehen? Und Herr Bernreiter, haben Sie eigentlich mittlerweile den Bericht der Bahn zur Stammstrecke bekommen und durchgearbeitet? Was wissen Sie? Also zum Abwassermonitoring würde ich Sie ans Gesundheitsministerium verweisen. Da fehlen mir die Detailkenntnisse, wie das genau läuft. Aber als solches hat sich ja das Abwassermonitoring über die letzten Monate als Methodik ganz gut entwickelt und wird ja auch schon an verschiedenen Orten eingesetzt, auch von Kommunen. Das will das Gesundheitsministerium offenbar nur intensivieren, aber Details müssen denen sagen. Ja, kann ich nur das wiederholen, was mir damals der Herr Wissing schon gesagt hat. Bevor die Aufsichtsratssitzung nicht war, wird sich die Bahn uns gegenüber nicht äußern. Das steht unmittelbar bevor und ich gehe davon aus, dass wir sind schon in Feinabstimmung, dass wir zeitnah von der Bahn dann persönlich auch informiert werden. Julian von Löwes vom Bayerischen Rundfunk. Ich hätte noch eine Frage zum Entlastungspaket vor der Bund-Länder-Konferenz morgen. Sie haben jetzt heute keine Beschlüsse dazu gefasst, letzte Woche allerdings schon. Herr Herrmann, dann wahrscheinlich an Sie. Wie gehen jetzt Bayern in diese Verhandlungen morgen rein? Der Ministerpräsident hat gestern noch mal klargemacht, so das, was auf dem Tisch liegt, bisher ist nicht zustimmungsfähig. Es regt sich ja Widerstand auch unter anderen Ländern, auch SPD geführt. Mit welcher klaren Grundforderung, Grundhaltung gehen Sie oder schicken Sie den Ministerpräsidenten morgen in diese Verhandlungen? Also mit voller Rückendeckung des bayerischen Kabinetts
Das war heute jetzt nicht Gegenstand von Beschlussfassungen, aber natürlich von Erörterungen. Da besteht absoluter Konsens, was die im Grunde 10 Punkte sind, die im Fokus stehen, die auch bekannt sind. Der Ministerpräsident ja schon öfter benannt hat, also Abschaffung der Gasumlage, Gaspreisdeckel, Strompreisdeckel, Spritpreisdeckel, Verlängerung der Kernkraftwerke bis Ende 2024, dann endlich umfassender Einsatz der Kohlekraftwerke, weil es einfach erforderlich ist, den Angebotsteil deutlich zu heben, um die Energiepreise zu senken. Dann die klare Forderung Rettungsschirm für die Stadtwerke, für soziale Einrichtungen. Dann Senkung der Mehrwertsteuer im Bereich der Nahrungsmittel, Grundnahrungsmittel und verschiedene andere Finanzierungsfragen, die ja auch beispielsweise im Konsens aller Finanzminister, egal von welcher Regierungskonstellation in den Ländern, deutlich benannt wurden, was also die Fragen der Regionalisierungsmittel betrifft, aber auch Thema Wohngeld bzw. generell Flüchtlingsfinanzierung. Also es ist ein ziemlich großes Paket, das zur Debatte gestellt werden muss, weil so, was jetzt aktuell die Bundesregierung gerne hätte, dass die Länder quasi absegnen, ist natürlich nicht derzeit zustimmungsfähig. Wenn Sie eine Nachfrage gestatten, wie viel der 10 Punkte müsste denn abgeräumt werden, dass Sie mitgehen, beziehungsweise anders gefragt, das, was Sie jetzt gerade skizzieren, ist ja doch eine recht hohe Hürde. Also wird es wahrscheinlich morgen ziemlich knatschen, oder? Der Ministerpräsident wird diese Punkte, die er mehrfach auch und mit voller Rückendeckung des Bayerischen Kabinetts insgesamt artikuliert hat, deutlich machen, weil es geht halt schon um sehr viel. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine kleine Randfrage, um die es da geht, sondern es geht um die Frage, wie man diese große Herausforderung der steigenden, geradezu explodierenden Energiepreise, Gaspreis, Strompreis, Dinge, wie sie miteinander zusammenhängen, wie sie dann in der Kaskade der Preisentwicklungen für die Normalbevölkerung, für die Privatwohnungen, aber vor allem natürlich auch für den Mittelstand, für die größeren Betriebe, für die mittleren, für den Handwerksbereich nicht mehr stemmbar sind. Und da fehlen die Antworten der Bundesregierung und die werden eingefordert von den Ministerpräsidenten der Länder und selbstverständlich von unserem. Kollege Herrmann hat da angesprochen, es gibt einen einstimmigen Finanzministerbeschluss aller 16 Länder. Es gibt aber einstimmige Beschlüsse der Verkehrsministerkonferenz und auch am Freitag der Bauministerkonferenz, auch zum Thema Wohngeld. Also da sind sich alle Länder einig. Ich bin auch sehr gespannt als Neuer, wie man den Noten löst. Aber ich bin da sehr verwundert, dass man wirklich Dinge beschließt, die dann ein Dritter zahlen soll. Das bin ich eigentlich nicht gewohnt in meiner bisherigen politischen Arbeit und ich finde es echt spannend, wie das ausgehen wird. Vielen Dank. Weitere Fragen sehe ich nicht. Damit schließe ich die Pressekonferenz.